State of the German Internet. So, also das ist ja irgendwie hier mittlerweile der Klassiker. Und was ist im letzten Jahr im Internet passiert? Fangen wir mal an, wenn man rückblickt, da war das vor einem Jahr oder ungefähr einem Jahr so, dass die deutschen börsennotierten Digitalfirmen in Summe ungefähr 65 Milliarden Euro wert waren. Und heute, 12 Monate später, was ist passiert? Der Wert der deutschen Digitalfirmen ist geschrumpft. Das ist schon ziemlich krass. Also zumindest die börsennotierten Digitalfirmen sind jetzt weniger wert. Also eigentlich kein so gutes Jahr fürs deutsche Internet. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass im Vergleich die US-Plattformen im selben Zeitraum gewachsen sind. Also vor allen Dingen die vier großen haben wir jetzt mal hier rausgenommen. Google, Apple, Facebook, Amazon haben auf extrem hohem Niveau, man sieht das hier auch ein bisschen, nochmal zugelegt. Und sogar in China, wo das konjunkturelle Klima kein einfaches ist, haben sich die drei großen Plattformen recht gut gehalten. Und auch auf deutlich höherem Niveau als sozusagen die gesamten deutschen Internetfirmen. Was gibt uns da ein bisschen Anlass trotzdem zur Hoffnung? Eine Sache, die uns Hoffnung gemacht hat, als wir so weltweit sozusagen durch die Gegend geguckt haben und das Internet beobachtet haben, natürlich angefangen haben in Deutschland, ist, dass wir gesehen haben, es gibt so viele Investments in deutsche Digitalfirmen, in junge Firmen, in Startups, in Grown-Ups, wie noch nie zuvor. In den letzten Monaten wurden häufig über 100 Millionen in Digitalfirmen investiert. Es wurden Firmen mit über 1 Milliarde bewertet. Es ist sozusagen die Zeit, in der so viel Geld fließt in deutsche Firmen generell, in deutsche Nachwuchsfirmen, sage ich mal, wie noch nie zuvor eigentlich in der Geschichte des Landes. Das ist vielleicht die nächste Generation, die ist noch nicht börsennotiert, aber viele davon werden sicherlich bald an die Börse kommen. Und das macht zumindest ein bisschen Hoffnung für das deutsche Internet. Und in den USA ist es ja schon seit langem so. In den USA werden schon seit Jahrzehnten große Summen und auch Hunderte von Millionen in Startups investiert. Das ist also nichts Neues. Was ist da das große neue Ding? Ein bisschen das, was uns in diesem Jahr aufgefallen ist, was wir so rausgreifen wollten. Also wir reisen in die USA und haben gesehen, ein Thema, das wirklich riesig ist, ist Voice. Hier vielleicht in der Wirtschaft, in der Digitalwirtschaft noch gar nicht so groß drin, aber in den USA ist es das Ding. Und die Zahl, die mich am meisten beeindruckt hat, ist die, dass bei Amazon Alexa, da arbeiten schon 10.000 Leute an dem Thema Voice. Und dann haben wir geguckt und gesehen, es sind noch immer über 2.000 Jobs offen. Also die meinen es wirklich ernst, die wollen Vollgas investieren, das Thema. Das Gleiche gilt für die anderen Plattformen, bei Google, bei Apple. Also Voice ist so das Riesending. Und weiter geht die Weltreise. Was passiert, jetzt mal so plakativ rausgegriffen, in China? China ist uns aufgefallen, haben wir gedacht, ist wirklich das Land, wo sich alles um künstliche Intelligenz dreht, also Artificial Intelligence. Und auch das wollten wir so ein bisschen plakativ machen und mal rausgreifen und haben uns eine Stadt ausgewählt. Die Stadt heißt Tianjin. Das ist die fünftgrößte chinesische Stadt. So ein bisschen das Dortmund von China. Und da wurde ein Fonds aufgelegt, über 13 Milliarden. Und dieser Fonds, also ein öffentlicher Fonds, ist dafür gedacht, das Geld zu investieren in Firmen, die mehr oder weniger zu tun haben mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und wenn man nach Europa guckt, dann sieht man, da gibt es auch einen Fonds von der EU, aber der ist halt nur 1,5 Milliarden groß. Also es ist schon was anderes. Die meinen das Thema da scheinbar richtig ernst. Da sind wir noch ein bisschen weiter hinten. Und was man halt auch sieht, ist, wenn man das so ernst meint, dann sieht man schon schnell auch Resultate. In China zum Beispiel gibt es jetzt über 10 Firmen,
die sich mehr oder weniger nur mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und die sind alle schon über 1 Milliarde wert, also dieses berühmte Unicorn. Alles irgendwie chinesische Firmen in dem Space, Unicorns. So, was können wir also so ein bisschen tun? Die Zeiten sind jetzt, wenn man das so anguckt, nicht ganz so einfach, so diese Makroreise rund um die Welt, da ist jetzt Deutschland nicht optimal positioniert. Jetzt ist es sicherlich nicht so, dass wir hier bei OMR den Anspruch haben könnten, das jetzt irgendwie massiv zu verändern, aber wir können vielleicht irgendwie zumindest mit dem Themenbereich, mit dem wir uns ein bisschen auskennen, mit Marketing, ein paar Hinweise geben. Also jetzt, mein Blick oder meine Überlegungen zum Thema Marketing und was haben wir in den letzten Monaten beobachtet, was könnt ihr vielleicht mitnehmen, ganz anwendungsorientiert als Marketinghinweise. Ich mache es ja seit 2 Jahren. Vor 2 Jahren habe ich zum ersten Mal hier mich getraut, selber was zu erzählen und ein paar Hinweise mitzugeben. Da war das ganz große Thema, your product is your marketing. Es dreht sich alles um dein Produkt. Das Marketing muss aus deinem Produkt herauskommen. Wenn du irgendwie ein mittelgutes Produkt hast und viel Fernsehwerbung machst, das reicht nicht mehr. Am Ende das Produkt muss das Marketing wirklich in sich tragen. Das war die These vor 2 Jahren. Und letztes Jahr war unsere Frage so ein bisschen, wie schafft man es in Zeiten der Plattformökonomie, wo Google und Apple und es doch durchaus schwerer machen, eine direkte Kundenbeziehung zu halten, wie schafft man es, einen Weg zum Kunden zu finden oder halt eine Kundenbeziehung aufrechtzuhalten? Und was ist die Frage dieses Jahr? Dieses Jahr haben wir die Frage gefunden und haben uns die Frage gestellt, how do we make people care? Warum diese Frage oder wie sind wir auf diese Frage gekommen? Eigentlich bin ich auf die Frage gekommen beim Fernsehgucken und da ist mir Check24 Werbung aufgefallen. Also ist nicht schwer, ne? Man muss einfach nur reinschalten, dann kommt Check24 Werbung. Ist auch nicht beim Fernsehgucken so, ist ja überall so. Einer der größten Werbetreibenden in Europa, die Kollegen von Check24, eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Digitalfirma übrigens. Aber dennoch ist was bei mir hängen geblieben, als ich so deren Spots gesehen habe. Und zwar habe ich mich gefragt, okay, jetzt sagen die einem unter anderem immer, was man tun soll in der Werbung, wie es ist. Und deren Hinweis ist, Mensch, wenn du deinen Stromanbieter vergleichst und dann wechselst, kannst du 200 Euro in Cash sparen. Und das ist ja mal echt ein gutes Angebot. Ne? Also Strom ist irgendwie so ein Produkt, das ist fast egal. Wer hat schon eine Leidenschaft für seinen Strom? Ob man nun den von rechts oder links bekommt, Hauptsache da kommt es aus der Steckdose. Und dann kriegt man permanent gesagt, Mensch, wechsel doch, sparst du 200 Euro im Jahr. Cash sofort, Ersparnis. Da würde man doch denken, dass das extrem viele Leute machen, oder? Das wäre doch so. Was würdet ihr denken, wie viele Leute reagieren darauf von den Haushalten in Deutschland? Oder wie viele machen es vielleicht auch nicht? Und dann haben wir das ein bisschen recherchiert und ich habe das so dann mit den Kollegen versucht rauszubekommen. Und die Zahl derjenigen, denen das vollkommen egal ist, trotz des ganzen Werbedrucks, ist 90%. 90% just don't care. 200 Euro egal, Werbedruck egal, es bringt einfach nichts mehr. So scheint man die Leute irgendwie nicht mehr motivieren zu können. So scheint niemand mehr Lust zu haben, sich mit etwas zu befassen. Also daher die Frage, die wir hatten, how do we make people care? Wenn es so nicht mehr richtig geht, wie geht's dann? Wie geht's dann in Zeiten von Feeds, wo man durchscrollt, wo halt vielleicht nur ein paar Millisekunden Aufmerksamkeit da sind, um den Menschen irgendwie zu greifen und die Aufmerksamkeit eines Menschen zu bekommen? Was kann man tun? Was machen erfolgreiche Firmen? Was sind die Cases? Das haben wir uns gefragt. Und dann haben wir, als wir die Antwort auf diese Frage so ein bisschen strukturieren wollten, überlegt, okay, wo kann man es denn langhangeln, wie kann man vielleicht eine Antwort finden? Und was kann uns da irgendwie so ein bisschen Ratgeber sein? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns mit den Instinkten der Menschen beschäftigen. Ich glaube, darum geht es, um die Instinkte. Und wir wären nicht OMR, wenn wir es nicht direkt mit den Urinstinkten probieren würden. Mit den 7
Todsünden. Was haben die 7 Todsünden mit Marketing zu tun? Wir glauben eine ganze Menge. Jede Todsünde sozusagen ist eine Marketingstrategie. Zumindest haben wir uns das so gebaut. Wartet mal ab. Also, die erste Todsünde, Zorn. Wrath. Wo findet sich Zorn im Marketing? Es ist ja bekannt, dass auf sozialen Plattformen Zorn und extreme Positionen sehr gut funktionieren. In der Politik kennen wir das von Donald Trump, von anderen. Wenn man was Extremes äußert, kriegt man eine Menge Engagement und eine Menge Reichweite. So funktionieren viele der Plattformen. Das ist gar nicht so neu. Insofern kann man sagen, okay, was will er jetzt hier mit Zorn und irgendwie Engagement auf Plattformen? Ich glaube, was neu ist, haben wir im letzten Jahr am Beispiel von diesem Typen hier gesehen. Der Typ war mal Footballspieler. Und dann hat er sich während der Nationalhymne in den USA immer hingekniet, um gegen Polizeigewalt, gegen Dunkelhäutige, generell in den USA zu protestieren. Und das hat natürlich einigen überhaupt nicht gefallen, dass da jemand während der Nationalhymne sich hinkniet. Und andere dachten, okay, krass, der Typ traut sich was, der wagt es, für seine Meinung einzustehen. Auf jeden Fall mal eine sehr kontroverse Position. Und dann, was passiert als nächstes? Die Karriere von dem Typen war eigentlich vorbei, weil kein Verein sich mehr getraut hat, dem einen Vertrag zu geben im Umfeld dieser ganzen Kontroverse. Die einzigen, die den Vertrag gegeben haben, waren dann Nike. Und die haben gesagt, okay, du bist geil, du bist jetzt unser Brand Ambassador, du bist unser Testimonial, mit dir wollen wir werben, wir geben dir Millionen, dass du jetzt für Nike werbst. Du ehemaliger Sportler am Ende. Und wozu hat das geführt? Zu einer Menge Empörung. Natürlich, das war ja klar. Leute haben ihre Schuhe verbrannt, waren richtig verärgert mit Nike. Und am Anfang dachte auch die Börse, oh, 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 was machen die denn da? Das geht mal richtig in die Hose. Und der Börsenkurs ist richtig abgerauscht. Aber dann hat der Börsenkurs wieder richtig angezogen. Warum? Weil dann alle verstanden haben, okay, hier ist was Neues. Sogar eine Marke der Mitte, so eine Marke wie Nike aus der Mitte der Gesellschaft, darf halt für Empörung sorgen, wenn es ihnen gelingt, die Richtigen hinter sich zu versammeln und sozusagen die Menschen, die für Nike eh egal sind, also irgendwelche Menschen vielleicht in den Flyover States oder Leute, die sich jetzt ohnehin nicht so sportlich betätigen wollen oder so, wenn die dagegen sind, ist es okay, solange die Richtigen Vollgas dafür sind. Dann hat man immer so gehört, Mensch, das wäre total neu, eine Marke würde Haltung einnehmen. Und ich glaube, das hat mit Haltung gar nicht so viel zu tun. Es ist einfach nur die Prinzipien der Social Media gut verstanden und verstanden, dass man auch als Marke der Mitte polarisieren darf. Das ist das wahrlich Neue. Nicht mehr nur die Außen wie Trump und Co. dürfen polarisieren oder haben da was davon, sondern halt auch eine Nike. Und wer macht sowas noch? Eine Gillette. Früher haben die so geworben, jetzt werben die so für das moderne Männerbild. Auch da, krasse Polarisierung. Nicht alle sind einverstanden mit dem modernen Männerbild. Und wenn man das hier bei YouTube sieht, da gibt es mal richtig viele Daumen nach unten. Ist aber egal. Die richtigen Leute, die richtige Welle entsteht für Gillette. Und wenn man sich hier irgendwie anguckt, dass das Suchvolumen im Vergleich Gillette und Wilkinson während der Kampagne zeigt eindeutig, das funktioniert. Und auch deutsche Marken machen sowas. Zum Beispiel die Kollegen von Katjes. Es wäre jetzt nicht nötig gewesen, für das neue vegane Produkt von Katjes unbedingt mit einer Dame mit Kopftuch zu werben. Ist mir schon klar, dass es auch irgendwie interessant ist, dass jetzt sozusagen Menschen mit strenggläubigen Muslime sozusagen Süßigkeiten noch mehr essen können, weil da jetzt halt keine Fleischbestandteile oder Schweinefleischbestandteile mehr drin sind. Das ist ja so ein bisschen die Botschaft. Aber natürlich ist die Botschaft so mega polarisierend rübergebracht. Und es kommen natürlich sofort die erwartbaren Reaktionen. Hier die Frau von Storch von der AfD findet es halt nicht so toll. Aber für Katjes, die Richtigen versammelt, hat super funktioniert. Das ist der Umsatz vorher und nach der Kampagne.
Okay, ich glaube, Todsünde verstanden. Zornig machen. Nächste Todsünde, Nummer 2. Begehren. Desire. Wo findet sich das im Marketing? Wir glauben im Bereich von Kollaboration. Kollaboration ist ein bisschen das Ding aktuell. Das gibt es auch schon länger, aber man sieht halt verstärkt Marken und Menschen kollaborieren. Das liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass halt die Preise auf digitalen Plattformen so stark angestiegen sind, dass man sich fragen muss, hey, wie komme ich an Kunden ran, wenn ich sie mir zum Teil bei Google oder bei Facebook nicht mehr leisten kann? Zum Beispiel, indem ich meine Zielgruppe tausche mit anderen Marken, die eine komplementäre Zielgruppe haben. Ich tausche das einfach aus. Ich kollaboriere und erschaffe mir gegenseitig eine Zielgruppe und vielleicht, oder so muss man das dann halt machen, ein gemeinsames Produkt, das Menschen begehrenswert finden. Im Musikbusiness und insbesondere im Rap gibt es sowas schon ganz lange. Zum Beispiel hier. Im Hintergrund unsere Freunde von den Beginnern, die hier schon zigmal aufgetreten sind. Im Vordergrund Jesus von 187. Die Älteren von euch werden sich fragen, okay, wer ist der Typ? Der sieht ja aus wie aus dem Knast. True story. Und die Jüngeren werden sich fragen, okay, wer sind die alten Typen da hinter unserem Jesus? Kollaboration. Die tauschen ihre Zielgruppen. Das funktioniert im Musikbereich schon lange und es funktioniert halt auch im Bereich von Marken. Man sieht das bei Balenciaga und Crocs mit diesen durchaus merkwürdigen, einige sagen begehrenswerten Schuhen. Oder bei Remova und Off-White. Auch da ein begehrenswertes Produkt, hat wunderbar funktioniert mit diesem Koffer. Oder halt auch bei IKEA und dem Upscale-Design-Anbieter Hey. Also Kollaborationen sind das Ding. Nächste Todsünde. Neid. Wie erzeuge ich Neid? Am Ende glauben wir, ein Instrument ist der Drop. Auch eine Marketingtechnik, von der ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Der Drop, das sind Momente wie diese, der Supreme Store in London, wo alle irgendein Produkt haben wollen, da in Schlangen anstehen, um wieder dabei sein zu können, wenn ein Produkt rauskommt. Das schafft wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Nur wie macht man das? Wie produziert man einen Drop? Zum Beispiel, indem man kollaboriert. In dem Falle hier Supreme und Louis Vuitton machen diesen Hoodie gemeinsam. Und dann geht es weiter. Sie nutzen ihre digitalen Kanäle. Das ist in dem Fall jetzt hier Burberry, um eine andere Marke mit reinzuschmeißen. Die machen das genauso und sagen halt, hey, hier ein Produkt, das gibt es nur ganz selten. Das ist knapp. Und wir werden es nur zu einer bestimmten Uhrzeit, für einen bestimmten Zeitraum überhaupt rausgeben. Alle möglichen Menschen sehen das und wollen das haben und wollen am Ende die Coolen sein, die andere neidisch machen können. Hunderte haben es und Zehntausende oder Hunderttausende wollen es. Das ist ja Neid. Man sieht dann, wozu das führen kann. Hier ist so eine Plattform, wo man diese besonderen Produkte wiederverkaufen kann. Da ist dieser Hoodie, der ohnehin schon $750 gekostet hat, ursprünglich, bei dem Drop, der kostet auf einmal da dann ein paar tausend Euro. Menschen wollen dann andere neidisch machen damit und sind bereit, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Für die Marke ist das erstmal egal, die haben ja von diesem Aufpreis nichts. Aber die haben natürlich von der Aufmerksamkeit was. Darum geht es ja, die Aufmerksamkeit in einem positiven Kontext für die Marke zu ziehen. Und dann kann man sagen, okay, geht das jetzt nur, wenn man Supreme ist oder wenn man Louis Vuitton oder vielleicht sogar IKEA ist? Nee, das geht auch in Deutschland. Einhorn, hier Rittersport oder sogar Number 26, eines der ganz großen Erfolgs-Startups aus Deutschland, das Fintech. Die haben diese Stahlkreditkarte rausgebracht. Wenn man an der Tankstelle irgendwie zahlen muss und diese Stahlkreditkarte rausholt, dann denkt mindestens mal der Tankwart oder viele andere, oh krass, abgefahren, der hat eine geile Kreditkarte. Man erzeugt irgendwie Neid, auch ein besonderes Produkt.
Und dann wollten andere das auch haben. Und das war zumindest im Aufbau von Number 26 war das so. Und man konnte das gar nicht haben, weil man brauchte ein Number 26-Konto, um diese Kreditkarte zu bekommen. Aber aus technischen Gründen waren diese Konten relativ limitiert. Die konnten gar nicht so viele Konten eröffnen, wie Menschen haben wollten. Die haben quasi hier einen Drop gemacht, glaube ich, ohne Absicht. Die haben aber aus technischen Gründen das knapp halten müssen, aber hatten trotzdem halt alle Zutaten zusammen. Und auch hier ein ganz bodenständiges Beispiel, was jeder, glaube ich, mitnehmen kann. Der Motorradshop, hier kommt er. Die Kollegen haben im letzten Jahr bei uns präsentiert, Grenzgänger verkaufen Motorradklamotten. Und zwar nur per Drop. Also da gibt es ja kein normales Geschäft, es wird alles gedroppt. Insofern, ich hoffe, wir sind jetzt bei Todsünde Nummer 3, das ist schon so ein bisschen, was angekommen ist. Jetzt kommen wir gleich zu Stolz, aber vorher nochmal Wiederholung. Fragt euch bitte, wie kann ich als Marke der Mitte empören? Wer sind meine potenziellen Kollaborationspartner? Hier vielleicht schon im Saal ein paar mal gucken, mit wem kann ich Zielgruppen tauschen? Und wie kann ich meinen Kram vernünftig droppen? So, dann eine kurze Pause, jetzt nächste Todsünde, Stolz. Was ist Stolz und Marketing und wie funktioniert das? Wir haben gedacht, Stolz hat was mit Insiderwissen zu tun. Man muss irgendwie vielleicht einen Witz oder eine Anspielung verstehen, auf die man stolz ist. Und was sind Witze und Anspielungen im Internet? Memes. Eines der ganz großen Dinge im Marketing ist das Meme-Baiting. Also Memes sozusagen zu jagen und zu erstellen und Leute damit zu begeistern. Für all die, jetzt vielleicht sagen, okay, was meint er jetzt hier mit Memes? Habt ihr alle schon mal gesehen? Das sieht so aus, ne? Irgendwie ein Bild, ein Spruch drauf, sind so Internet-Memes und irgendwie Dinge in neuen Kontext gesetzt, die man nicht sofort zusammenbringen würde, wo man ein bisschen Hintergrundwissen haben muss, wo man Insider sein muss, wo man stolz drauf ist, wenn man das shared. Memes sind im Internet wichtiger als Jesus. Es suchen mehr Menschen nach Memes als nach Jesus. Also das nochmal so zur Relevanz von diesem Thema. Es gibt Plattformen, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Das zum Beispiel ist ein Meme von Netflix. Die haben zum Film Bird Box, so einem relativ normalen Trash-Horrorfilm, wo es darum geht, sich die Augen verbinden zu müssen, um nicht von einem Monster getötet zu werden. Also, relativ banale Geschichte. Mit Sandra Bullock immerhin. Haben sie gesagt, okay, wir versuchen daraus ein Meme zu machen. Netflix sind wirklich die auch extrem gut in dieser Disziplin. Wie haben sie das gemacht? Sie haben hier so einen Let's Player, so einen Typen, der bei Twitch oder bei YouTube halt Spiele zockt und sich dabei filmt, kennt ihr? Haben sie halt gebeten, ein Spiel zu spielen, mit verbundenen Augen und das dann sozusagen zu streamen. Und es hat die erwartbaren und die vorher geplanten Resultate geliefert. Alle Menschen fanden das ziemlich überraschend, ziemlich strange, ziemlich absurd irgendwo. Das Internet hat reagiert, wie es die Macher von Netflix vorher antizipiert haben und hat dieses Meme rausgegriffen und das Internet eigenhändig weiterverteilt. Also die Menschen, die das Internet sind, wir alle. Und so ist das Meme ständig, oder ist Sandra Bullock mit der Augenbinde, ständig in neuen Kontext gesetzt worden. Und Leute fanden es witzig und haben die Anspielung verstanden und man hat so eine Art Stolz gefühlt, wenn man das gecheckt hat. Wer ist der König der Memes? Entschuldigung, ganz vorab nochmal kurz zu zeigen, wie krass das funktioniert hat. Bird Box ist rausgekommen zur selben Zeit wie Mary Poppins und Aquaman im Kino. Also zwei krasseste Hollywood-Produktionen mit richtig Marketingbudget. Und trotzdem war zum Zeitpunkt des Launches bei Netflix von Bird Box das Suchvolumen nach Bird Box viel, viel stärker als nach dem ganz anderen Kram. Memes machen es möglich. Wer ist der König der Memes? Der Typ hier. Demna Gvasalia. Ein Typ, der ist Chefdesigner und mehr oder weniger Macher, Kopf hinter der Modemarke heute Balenciaga. Und Balenciaga ist echt ein Wahnsinnsbeispiel, wie man halt mit Memes arbeitet. Was macht der? Der macht zum Beispiel sowas. Eine Tasche, die sieht mehr oder weniger aus
wie eine Ikea-Tasche, die man für 1 Euro bei Ikea mitnehmen kann und macht die aus Leder unter dem Label Balenciaga und verkauft das Zeug. Vollkommen bewusst, dem ist genau klar, was er da tut. Das ist nicht gemeint irgendwie als Produkt, das jetzt die Masse kaufen soll. Das ist gemeint als Meme. Menschen finden das abgefahren, 2000 Euro für so eine komische Leder-Ikea-Tasche. Und was passiert? Das Internet springt auf diese Absurdität halt an. Hilft allen, hilft jetzt auch Ikea, aber hilft vor allem Balenciaga. Der Typ weiß das, der will das bewusst machen. Das ist kein Zufall. Dessen Produkte sind als Memes angelegt. Sieht das auch hier. Ja, ein T-Shirt von DHL, ja, und Balenciaga. Das ist keine Kollabo. Ja. Das ist irgendwie von dem eine bewusste Anspielung. Gegensätze zueinander gebracht, Produkte erzeugt, die als Memes weiter funktionieren. Oder diese Sachen hier. So Schuhe, die aussehen wie McDonald's, so Pommes-Tüten. Das ist rein Memes produzieren. Wie das so früher war in der Mode, dass man irgendwie eine Modenschau gemacht hat und dann liefen da halt Models in ziemlich absurden Kostümen ja häufig, wo kein Mensch nachher im Laden sagt, okay, das Kleid kaufe ich jetzt irgendwie, um morgen damit irgendwie in die Uni zu gehen oder ins Büro zu gehen. Das war ja nicht so. Das war ja auch so. Man hat Leute mit absurden Sachen zum Teil begeistert, Aufmerksamkeit gezogen für eine Marke und nachher haben dann die großen Modemarken irgendwelche Handtaschen oder Schals verkauft. Unter der Marke zu teuren Preisen. Aufmerksamkeit und Marke, das Meme ist quasi dessen Laufsteg. Was früher sozusagen der Fashion, der Runway war, ist jetzt für den Typen von Balenciaga das Meme. Und man sieht, es funktioniert. Als der angefangen hat, war Balenciaga deutlich weniger interessant als Hermes und es hat sich in den letzten Monaten oder Jahren, seit der Typ da am Werke ist, richtig verändert. Mein Lieblingsmeme, Feuerfestival. Wer hat das Feuerfestival, die Doku auch bei Netflix geguckt? Ja. Festivalmacher, Festivalfreunde. Der Typ hier, also wer es nicht geguckt hat, kein Insider, kann das Meme nicht verstehen. Wer es geguckt hat, wird sofort sagen, okay, abgefahren. Der war bereit, in diesem Film, das wurde dokumentiert, etwas sehr, sehr Ungewöhnliches zu machen, um seinem Team zu helfen. Und das haben natürlich die Netflix-Macher sofort gecheckt, okay, wenn wir diese Szene auskoppeln, dann könnten wir vielleicht ein Meme starten. Und es hat funktioniert. Alle Welt redet über den Film, das Meme hat funktioniert. Fire Festival gucken. Meme verstehen. Stolz sein. Nächste Todsünde, Geiz. Offensichtlich ist Geiz im Marketing jetzt nichts ganz Neues. Ja, das ist schon seit Jahrhunderten so, wenn Sachen günstiger sind, werden sie mehr gekauft häufig. Wo findet sich trotzdem, glauben wir, heutzutage Geiz wieder im Marketing? Ich glaube, es ist halt heutzutage so, du musst irgendwie Geiz ganz anders aktivieren als früher. Einfach nur sagen, ist jetzt irgendwie ein Rabatt, das hilft dir nichts, du musst schon mal anfangen, über die großen Geiz-Anlässe nachzudenken. Sales-Events sind das ganz große Ding. Singles Day, Cyber Monday, hier Black Friday. Selbst hier sitzen ganz viele Leute, die wahrscheinlich das Ticket für OMR am Black Friday vom halben Jahr gekauft haben, weil das da war da günstiger. Also, jeder, der hier sitzt und keine Black Friday-Strategie hat, hat auf jeden Fall, glaube ich, im Marketing noch Luft nach oben. Das funktioniert gigantisch. Wer weiß, ob sich in ein paar Jahren das ausleiert, aber im Moment ist Black Friday oder in anderen Ländern halt andere Sales-Anlässe oder Geiz-Anlässe das ganz große Thema. Aber es ist vielleicht nicht ganz so überraschend. Wo gibt es halt Geiz noch im Marketing? Ach hier, bevor ich es vergesse, genau. Unsere Freunde hier aus Hamburg von About You, die machen das so. Die sagen halt, hey, am Black Friday, ihr müsst unsere App installieren. Und nur dann könnt ihr den Black Friday auch wirklich nutzen. Und was passiert? Die ganze Welt installiert die About You App. Mehr Downloads als Instagram und als YouTube und so. Also so ganz trivial kann man das aktivieren. Das ist ja nichts Verrücktes. Aber einfach total clever App-Downloads generiert. Wirklich, fragt euch, was machen wir am Black Friday? Dann ist das hier alles schon wert gewesen. Ein anderes Thema, mit dem ich mich jetzt in meinem Berufsleben schon viel beschäftigt habe, mit Display-Bannern. Ich habe ja angefangen, irgendwie Display-Banner zu vermarkten und Technologie hinter Display-Bannern mit meinen Partnern gemeinsam zu entwickeln.
Und deswegen finde ich das Thema spannend. Und dann haben wir mit diskutiert und ich habe mir die Branche, gucke ich natürlich seit Jahren an und habe festgestellt, Displaybanner sind echt nicht mehr so einfach. Displaybanner dazu zu kriegen, dass sie funktionieren, dass sie Aufmerksamkeit ziehen, ist fast unmöglich geworden. Banner, Blindness, all die Themen. Wir haben gesehen, es sei denn, du packst mal richtig Rabatte aufs Banner drauf. 40% Discount, 100% mehr Klickrate. 50% Discount auf dem Banner, 60% mehr Conversion. Das sind die Zahlen, die zählen. Also wenn ihr wirklich Banner-Advertising macht, dann denkt da ganz krass über Guides, über Discounts nach. Das funktioniert noch. Und da erhebliche Discounts, nicht 5%. Braucht man nicht mit anfangen. Wo gibt es Rabatte und Discount und Guides noch im Marketing? Mir ist es im Podcast begegnet. Ein anderer wird es vielleicht wissen, ich mache jede Woche einen Podcast. Der Florian Heller war gerade letzte Woche zu Gast. Wir sprechen da immer mit verschiedensten Marketingmachern und Prominenten und Leuten, die wir interessant finden und die alle unter die große Klammer Marketing drunter passen. Und da sind mir diese Typen begegnet. Das sind die Gründer von Sportspar. Zwei Deutsch-Litauer, die in der Nähe von Leipzig leben und arbeiten. Und die machen Sportspar. Und das ist so eine Restpostenplattform für Sportklamotten, E-Commerce. Und da würde man sagen, okay, Jungs, süße Idee, Leipzig, Sportspar, Discount, Sportklamotten, in Zeiten von Amazon, in Zeiten von eBay, macht mal lieber was Vernünftiges. Das bringt gar nichts. Und ihr werdet schon vermuten, die waren ja im Podcast, also irgendwie wird es doch funktioniert haben. In der Tat, die machen irgendwie ohne Investoren 2 Millionen Euro Profit jetzt im Jahr, im letzten Jahr, wachsen weiter. Da kann man sich ja schon fragen, wie haben die Typen das gemacht? Die hatten gar nicht die Kohle, um bei Google oder Facebook oder anderswo Klicks einzukaufen oder klassisch Traffic zu akquirieren. Das ging gar nicht. Kein Geld da, ohne Investoren. Und haben wir natürlich mit ihnen gesprochen, haben ein Thema kennengelernt, das wir hier auch schon auf der Bühne hatten, das ich nochmal betonen möchte, weil ich es für so wichtig erachte. Und das sind Deal-Plattformen. Ich glaube, man braucht heutzutage im Marketing eine Deal-Plattform-Strategie. Deal-Plattformen sind halt diese Communities am Ende, wo sich jeden Tag freiwillig Millionen von Menschen über Schnäppchen und Rabatte austauschen. Du kriegst es nicht günstiger, du kriegst es nicht besser. Menschen haben da Bock drauf. Häufig ist es vielleicht so, dass hier in Konferenzräumen in Hamburg, in Berlin und Köln das nicht so relevant ist, weil wir auch vielleicht zum Teil teurer kaufen und nicht so preissensibel sind. Aber viele Leute haben einfach Spaß am Sparen, an Schnäppchen und reden darüber. Und da musst du präsent sein. Du brauchst dir eine Strategie, auf welchen Deal-Plattformen bist du wie präsent als Marke oder als Anbieter, gerade im E-Commerce. Die beiden haben gesagt, ihre Kernplattformen waren Prinz Sportlich und das überrascht jetzt nicht, weil ist jetzt passend zum Sport her. MyDeals, der Fabian Spielberger war letztes Jahr hier, hat präsentiert, sicherlich einer der krassesten Digitalunternehmer in Deutschland. Der baut dann ein Unicorn mit MyDeals. Die Firma heißt Pepper. Ich bin mir sicher, das Ding ist bald eine Milliarde wert. Der macht europaweit die größten Deal-Plattformen. Der gibt mir auch kein Geld dafür, dass ich es hier erzähle. Aber diese Plattformen haben eine wahnsinnige Kraft und Sportspar ist das beste Beispiel. Todsünde Nummer 6. Gewohnheit. Wo findet sich Gewohnheit im Marketing? Das ist jetzt wirklich ein bisschen überraschend, glaube ich, auch für mich selber, hier im Jahr 2019 auf so einer Marketingkonferenz reden zu dürfen. Ich konnte es ja nicht verhindern, ich habe es mir selber rausgenommen. Und jetzt zu erzählen, Gewohnheit ist relevant im Marketing und deswegen kommen auf einmal klassische Marketingkanäle zurück. Der Briefträger wird wieder relevant. Der Postbote wird wieder aktiviert als Marketingkanal. Allen Ernstes, eine Firma wie Amazon, die nun wirklich alle anderen Möglichkeiten hätte, verschickt wieder Post, um für irgendwas zu werben. Die Typen von Booking.com, auch eine Monster-Digital-Plattform, verschicken Post-Mailings. Ich bekomme übrigens auch kein Geld von der Post dafür. Es ist wirklich so. Man sieht das von Boden in UK, man sieht das irgendwie bei Casper, ganz, ganz vielen, dass sie sagen, Mensch, Menschen sind träge, die machen das, was sie immer gemacht haben, die machen ihre Post auf
Und es ist zum Teil auch günstiger, auf diesen Plattformen Post zu versenden, als Klicks einzukaufen zum Teil. Hätte man nicht gedacht, aber es ist so gekommen. Wo ist noch klassische Marketing-Distribution wieder gefragt? Ich habe es wieder im Podcast gehört, auch das Comeback, zumindest von einigen Retailern, ist für mich dafür ein Beispiel. Das sind die Gründer von FontOff, einer Rucksackmarke. Die machen so vor allen Dingen so Kinderrucksäcke, die Ergo-Bags. Und ich habe mit denen halt auch gesprochen, da vor ein paar Monaten in meinem Podcast, und habe auch da gehört, klassische Marketingkanäle, wirklich zu Retailern zu gehen, ist deren Erfolgsgeheimnis. Ne, das ist hier so dieses Ergo-Bag. Wer keine Kinder hat im schulpflichtigen Alter, der wird es vielleicht nicht kennen. Ich wollte eigentlich an eine Schule gehen und da mal fotografieren, wie die Kinder davor stehen. Und alle haben ein Ergo-Bag. Und dann stand ich da in so einer Grundschule und dachte mir, okay, jetzt hier Kinder fotografieren, ist keine so gute Idee. Deswegen nur kurz die Geschäftszahlen von den Leuten. 90 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr mit Ergo-Bags. Und wie haben die das jetzt genau gemacht? Die haben sich gefragt, welche Städte in Deutschland haben mehr als 50.000 Einwohner? Wo gibt es also entsprechend ausreichend Nachfrage? Und vielleicht noch so einen Lederwarenhändler oder so einen Rucksackhändler, dem die Leute vertrauen, zu dem die Leute gewohnheitsmäßig hingehen. Hier in Hamburg ist das zum Beispiel in Ermsbüttel um die Ecke Ergo-Bag. Ergo-Bag ist Leder Israel, Ergo-Bag ist draußen angeschlagen. Hier ein paar Straßen entfernt. Da sind die also hingefahren und haben den Leuten von Leder Israel und vielen anderen im Land gesagt, Mensch, so und so geht das, unser Produkt ist doch richtig cool, willst du nicht mit uns arbeiten, wir verkaufen das an dich und du bist hier unser Partner, wir verkaufen sich an jeden, du bist unser Mann. Und es funktioniert. Einfach die ja zum großen Teil immer nach wie vor weiter existierenden Retailer für sich nutzen. Und die Story habe ich im Podcast häufiger gehört. Unter anderem auch hier von den Machern der Tony-Box, einem der Kinderspielzeuge der letzten Jahre. Auch die haben gesagt, naja, wir sind halt irgendwie an die Spielwarenhändler rangegangen und haben die überzeugt und haben das gezeigt und haben die begeistert. Und auch die Kollegen hier von On, Laufschuhe aus Zürich, der Gründer hat es mir im Podcast auch erzählt. Wir sind halt laufen gegangen mit den Händlern. Wir sind wirklich auch die Städte abgefahren, haben denen unsere Schuhe gezeigt und waren dann mit denen rennen und nachher fanden die halt offensichtlich als Produkt gut. Ich kenne sie nicht selber, diese On-Schuhe, aber so hat es funktioniert offensichtlich. Leuten das Produkt zeigen und dann den Händler für dich gewinnen. Gibt es jetzt erstaunlich viele Cases, war eines der klaren Leitmotive der verschiedenen Podcast-Gäste, die ich da gelernt habe. Und natürlich auch Trägheit und Gewohnheit auf Digitalplattformen. Mittlerweile ist man so träge scheinbar, dass irgendwie Pinterest direkt shoppable Ads anbietet. Also Banner, auf die man klicken kann, wo man sofort kaufen kann. Das ist noch relativ neu. Es gibt es mittlerweile natürlich auch bei Instagram, auch bei Google Shopping. Es gibt es auch bei TikTok sogar. Also das neue große Ding, shoppable Ads. Vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht probiert. Ich glaube, in dem Kanal kann man zumindest kurzfristig erfolgreich sein, weil das halt viele Menschen gerne machen, unkompliziert klicken und kaufen. So, eine Todsünde haben wir noch. Maßlosigkeit. Was ist der Kanal, die Plattform für Maßlosigkeit? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht so überraschend. Wo sind die Menschen maßlos? Instagram. Die Frage ist, wie hebelt man Instagram für sein Marketing in Zeiten der Maßlosigkeit? Wie macht man das? Und es ist ja bekannt, ich habe eine gewisse Leidenschaft für Musik und gerade Rap und habe dann so ein bisschen rumgeguckt, wer macht das gut? Und da ist mir der Typ aufgefallen. Hier, Bones MC, Rapper aus Hamburg, einer der ganz großen Musikstars in Deutschland. Es gibt fast nichts Größeres. Hunderte Millionen YouTube-Streams, macht die ganz großen Hallen voll. Ein abgefahrener Künstler, nicht ganz unumstritten, aber richtig erfolgreich. Und wie macht er das? Klar, macht er gute Musik. Das ist das A und O. Aber dann, 2 Millionen Follower bei Instagram
ohne jemals mit der Presse gesprochen zu haben, ohne jemals PR zu machen, ist halt nicht so einfach. Der ist einfach mal bei Instagram maßlos. Hier, für alle die, die jetzt nicht so häufig bei Instagram sind, 50 Stories am Tag. Er filmt alles und haut die Stories nur so raus. Die können ja gar nicht alle perfekt sein. 50 Stories am Tag haut der Kollege einfach so maßlos raus und die Leute wollen es maßlos konsumieren. Natürlich gibt es da geile Motive, der ist ein super Storyteller. Wiederkehrende Elemente, Humor, alles da, aber einfach in erheblichem Ausmaß. Das sieht dann so aus. Da gibt es sogar einen Tag mit 93 Stories. Ja, für alle, die jetzt nicht super Instagame nah dran sind, die bleiben nur 24 Stunden live, so eine Story. 93 Stück, da musst du mal 100, fast 100 Videoclips raushauen an einem Tag. Das macht er halt. Und wozu führt das? Ich habe mir das mal im Detail erklären lassen. Die Geschichte dazu ist übrigens hier im Magazin. Ja, kurzes Werbebreak. Hier steht es drin auf 5 Seiten. Ja, wir waren gemeinsam in New York und ich wollte alles wissen. Habe es dann nachher aufgeschrieben. Gibt es am Google-Stand und am OMR-Stand. Und überall hier zu kaufen. Kostet 5 Euro das Heft. Mit dem Abendblatt mit Yvonne zusammen. Und was habe ich halt gelernt? Wenn man in seine Statistiken reinguckt, 120 Millionen Impressions in den letzten 7 Tagen. Wenn man das vergleicht, so ein bisschen Äpfel und Birnen, aber trotzdem mit Fernsehkanälen, dann ist der Typ sein eigener Spatenkanal. Der Typ ist RTL 2. Er braucht kein RTL oder sowas. Der ist sein eigenes RTL 2. Und damit macht er die Hallen voll und damit macht er Spotify voll. Das funktioniert. Jetzt kann man ja sagen, ja, okay, aber was habe ich davon als Brand? Guckt mal hier, ein Fleischhändler aus Regensburg, kreuzers.eu, machen auch ein maßloses Insta-Game. 200.000 Abonnenten, Stories bis der Arzt kommt, sieht dann so aus. Also nicht nur Rapper können das, ihr könnt das auch. Man darf jetzt nur nicht jede Story mit der PR abstimmen und irgendwie auf CI prüfen, dann wird es schwierig. Aber Maßlosigkeit ist da im Konsum, die Aufmerksamkeit ist halt da. So geht das halt. Okay. Das waren 7 Ways to make people care. So kann man heutzutage die Leute begeistern. Packt sie bei ihren Instinkten, am besten bei den Urinstinkten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.